Das ist Beta-FPV-ERRS, Micro-TX-Modul für 2,4 GHz Funk, erkennbar an der kleinen Antenne. Das Besondere ist hier hinten das OLED-Display, welches für die Einstellungen dient. Der Vorteil ist hier, dass man ohne Lua-Skript alle Einstellungen direkt am Modul machen kann. Somit braucht man keine Funke mit OpenTX-System, sondern man kann auch Futaba-Funken mit diesem Modul nutzen. Voraussetzung ist nur, dass Crossfire-Protokoll von der Funke unterstützt wird. Mit dem externen Kabel kann man sogar die Verbindung mit der Funke herstellen ohne einen Modulschacht. Auf dem Modul ist bereits Express LRS 1.10 vorinstalliert. Drückt man lange auf den weißen Knopf am Modul, so kommt man in das Menü. Das Einstellungsmenü ist gleich aufgebaut wie das LRS Lua-Skript. Durch Kurzdrücken kann man zum nächsten Einstellungspunkt springen und beim Langedrücken kann man den aktuellen Wert ändern, wie hier die Paketübertragungsrate von 50 bis 500 Hertz. Der vorhandene Lüfter geht erst ab einer Sendeleistung von 250 mW an. Dann ist der Lüfter zu hören. Ich kann die Leistung zwar auf 1000 oder 2000 mW einstellen, aber das Modul akzeptiert maximal 500 mW. Meine Messung zeigt hier ca. 26 dB, also 400 mW. Bei eingestellten 100 mW messe ich 20 dB, was 100 mW entspricht. Bei eingestellten 250 mW messe ich 23,5 dB, also 222 mW. Die gemessenen Werte sind quasi identisch mit dem von dem Beta-FPV-LRS-Nano-Empfänger, der auch maximal 500 mW ohne Lüfter schafft. Bei dem Lüfter befindet sich noch eine RGB-LED, die man in verschiedenen Farben leuchten kann. Man braucht das zwar nicht, ist aber eine schöne Spielerei. Das Koppeln mit einem Express-LRS-Empfänger ist sehr einfach. Hier habe ich einen Meteor 75 ELRS-WUP, der einen Express-LRS-Empfänger auf dem Board hat. Hier wird ein Akku angeschlossen und auf der Unterseite auf den Bind-Knopf gedrückt. Die LED blinkt jetzt schnell und ich kann auf der Funke auf dem Modul auch auf den Bind-Knopf drücken. Nach wenigen Sekunden ist das Koppeln abgeschlossen und der Meteor 75 ist gebunden. Und die LED auf dem Board leuchtet dauerhaft. Ein kurzer Test und die Motoren drehen sich. Per USB-Kabel kann das Modul aktualisiert werden. Im Innern von dem Modul ist das Board sauber aufgebaut. Links der Lüfter und unten das OLED-Display. Das Board hat eine WLAN-Antenne und kann auch später per WLAN aktualisiert werden. Zurzeit gibt es aber nur die Express-LRS 1.01-Version von Beta-FPV, die das OLED-Display unterstützt. Später soll die offizielle Express-LRS-Firmware auch das Beta-FPV-Modul unterstützen. Nun bietet Beta-FPV zwei Express-LRS-Module an für alle geläufigen Funken auf dem Markt. Links das Micro-TX-Modul und rechts das Nano-TX-Modul. Hier als Beispiel links die TBS-Mambo-Funke und rechts die FR-Sky-X9-Lite-Funke. Ich empfehle jedem, der in das Hobby einsteigt, direkt eine Funke mit Express-LRS 2,4 GHz zu betreiben, weil das Übertragungssystem 10-mal besser ist als das alte FR-Sky 2,4 GHz Übertragungssystem mit zum Beispiel D8, XM Plus oder RXSR-Empfängern. Viel Spaß beim Fliegen!